Dadelic Entertainment. The Whispered Word. Ja, damit. Da, Leute, und da fällt was runter. Fängt der Supi an. Ja. Ich weiß nicht, was ich zu Supi sagen kann. Ich habe das bei einem gewissen Let's Player gesehen. Wer wohl? Und zwar vor 1 bis 2 Jahren. Das heißt, ich habe eigentlich null Ahnung, wer, wirklich, wie das mehr geht und so. Und falls ihr die Lösung oder so wisst, ne? Tut mal so, ob ihr irgendwas gar nichts weiß. So, ja, sprich mal den an. Vielleicht klappt das und so. Auch wenn ihr die Lösung kennt. So. Facebook? Geschenk? Ah, okay, das ist für später. Dadelic. Ah, das kommt bestimmt. Wir machen ein neues Spiel, wir labern nicht. Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören. Aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Ich weiß, du hörst gerne lustige Geschichten. Mit fröhlichen Menschen und einem Happy End. Aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Was ändert es, wenn ich dich belüge? Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. The Whispered Word. Was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Spot? Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Möchtest du das Tutorial spielen? Kann ich ins Hauptmenü gehen? Ach komm, wir machen es, oder? Vielleicht erzählt das noch ein bisschen von der Geschichte, wer Spot ist. Wer dies das Ananas ist. Storage Sandwich. 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 Oh. Warte mal. Ich mach mal Musik. Bisschen noch leise. Ich denke mal, so ist okay. So. Sag mal, willst du mich hier irgendwie. Egal. Storage Sandwich, indem du mit den linken Maustaste kurz an die Stelle klickst, so dass sich Sandwich bewegen soll. Interaktive Gegenstände der Charaktere erkennst du daran, dass der Mauszeiger zu leuchten beginnt, wenn du ihn über den Gegenstand bewegst. Du kannst mit einem Gegenstand oder einer Person interagieren, indem du mit der Maus darauf zeigst und die linke Taste gedrückt hältst. Nach etwa einer Sekunde öffnet sich ein Pergament-Menü. Pergament. Durch einen Klick auf das Augensymbol kannst du dir ein Objekt ansehen mit dem Handy-Symbol
Handsymbol kannst du es aufnehmen oder benutzen und mit dem Sprachblasensymbol ansprechen. Aufgabe: Öffne die Schublade und schau dir an, was in ihr liegt. Oh, ich weiß nicht, soll ich die Musik noch einen Tick leiser machen? Denke mal, oder geht das so? Komm. Musik, warum bist du so laut? Mach ich so. Ich denke mal, jetzt geht das. Ich hoffe. Okay. Eine Schublade. Da. Aha, okay, Rechtsklick ist schon mal... Ja, ich kann ja ein bisschen zum Spiel erklären. Und sorry für die schwarzen Ränder. Ich weiß nicht, ob ich das da wegmache oder ob ich da überhaupt was machen soll. Ich guck mal. So. Mach doch auf. Habe ich gesagt, ich soll die aufmachen? Wir gucken erstmal. Hä? Ups. Linke Maus. Herzlich willkommen zu den Entwicklerkommentaren von Whispered World. Mein Name ist Marco Höhlen und neben mir steht der Poki. Hallo, ich bin Poki. Ich habe so Bildchen gemalt. Sehr schön. Und, ja? Und siehst du, das ist natürlich. Herzlich willkommen. Hallo, ich habe sehr. Und, ja? Und ich respektiere, was ja. Sie gemacht haben. Aber. Ich kann die Schublade nicht öffnen. Hä? Ich glaube, ich bin zu blöd für Spiele. Gedrückt halten, Herz, Herd. Aha, warte mal. Gedrückt halten, okay. So ist mir komplett neu. Mhm. Aha. Cool. Ich habe eine Abmachung mit Ben. Er spuckt mir nicht mehr in meine Schublade und ich male seine Gumminase nicht mehr schwarz an. Und ich muss mal nebenbei so reden. Ich mag seine Stimme sowas von Cedric. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Hm. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Du kannst dir sämtliche interaktive Gegenstände und Charaktere anzeigen lassen, indem du die Leertaste drückst. Aufgabe: Drücke die Leertaste. Sämtliche aufgesammelte Gegenstände befinden sich im Inventar, das du mit der rechten Maustaste oder dem Mausrad öffnen kannst. Öffne das Inventar. Okay, nach unten. Wie in den normalen Spielszenen kannst du auch im Inventar Gegenstände ansehen, auswählen oder den Mond damit benutzen. Durch einen kurzen Klick mit der linken Maustaste kannst du Gegenstände direkt auswählen. Der Mauszeiger nimmt die Form des ausgewählten Gegenstandes an. Du kannst ihn mit einem anderen Inventargegenstand kombinieren, indem du diesen mit der linken Maustaste anklickst. Möchtest du den Gegenstand lieber mit einem Gegenstand oder einer Person aus der aktuellen Spielszene benutzen, so wähle den Gegenstand zunächst aus und bewege dann den Mauszeiger von der Inventargrafik. Das Inventar schließt sich automatisch und du kannst den ausgewählten Gegenstand per Linksklick mit einer Person oder einem anderen Gegenstand benutzen. Aufgabe: Schau dir den Zettel im Inventar an. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Debu, weil man nicht ewig schlafen kann. Aufgaben über Aufgaben. Um diese zu erfüllen, sollte Cedric besser schnell nach draußen gehen, wenn man den Mauszeiger über einen Ausgang bewegt. So verändert er sich zu einem Pfeilsymbol. Aufgabe: Öffne die Tür und geh nach draußen. Oh, cool, aber ich möchte gerne noch alles ansehen. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Ja,
Cedric, ne? Ist ziemlich sad. Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Ja. Aha! Da war ein Schlüssel. Schlüssel, nee. Puh, ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Okay, cool. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Okay, dann wahrscheinlich müssen wir eine Klinke suchen. Kann ich mir gut vorstellen. Um ein Feuer zu entfachen, müsste er erst einmal offen sein. Leider ist die Klinke abgebrochen. Ich mag seine Stimme sowas von, ey. Genialer Synchronsprecher. Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Oh, zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Ach, sei doch nicht so. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in größeren Städten auftritt. Ah, so schlimm. Ich komme nicht ran. So ein Pech. So ein Pech. Ach ja. Kann immer nur sagen, wie genial einfach die Synchronsprecher sind. Allgemein das Team der Lake, ey. Hut ab. Ich liebe die Spiele von denen. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Sie macht sich nur was vor? Okay. Kleine Flamme der Hoffnung. Wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Sieh doch mal irgendwas positiv, bitte. Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Ja, macht ja nichts. Kann ich sonst was? Loch. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Ich weiß nicht, soll ich... Ihr könnt mal schreiben, ob ich die Sprache ein bisschen leiser machen soll. Das müsste bestimmt mal durchgepustet werden. Aber das sollte jemand machen, der größer ist. Und kein Asthmatiker. Und jemand, der keine Angst davor hat, an einer Rußvergiftung zu sterben. Jemand anderes halt. Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und zwei weitere Ellbogen hätte, dann könnte ich hineingreifen und den Ofen von innen öffnen. Okay, was gibt's noch? Wäsche. Papierfetzen? Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Okay, wir brauchen... Uns? Wir brauchen eine Kanone. Tropfen, Fallschirm und eine Bombe. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au, Mann, wie ich diesen Trick hasse. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ach, keine Sorge. Wie verlasse ich das jetzt? Escape? Nee. Okay. Einfach so. Okay. Ben? Ja? Hast du diesen Zettel hier hingehängt? Ja, das ist eine Anleitung für deinen Kanonenrohrtrick. Mein Kanonenrohrtrick? Genau. Für irgendwas musst du ja gut sein. Und Opa ist langsam zu alt dafür. Nein. Ich glaube, Ben hat ihn aus einem bestimmten Grund dahin gehängt. Wahrscheinlich, um mich daran zu erinnern, dass ich ohne seine Hilfe nichts hinbekomme. Sonst gibt's hier nichts, ne? Mütze. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade... Ist gut, okay.
Ja, da kommt er. Ich komme nicht ran, aber Ben will sowieso nicht, dass ich seine Mützen trage. Er sagt, sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten. Oh Mann. Chadwick, bist du wach? Komm sofort her! Es ist schon hellichter Tag. Genau, ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Chadwick. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Du hast dein Haustier-Spot wiedergefunden. Jedoch ist er sehr durstig. Klicke mit der gedrückten linken Taste auf Spot und wähle das Handsymbol, um ihn aufzunehmen. Spot hängt nun am Aussager. Klicke danach mit der linken Maustaste auf einen Gegenstand, um Spot damit zu benutzen. Okay. Da. So, Spot, es wird Zeit, etwas zu trinken. Mahlzeit. Kugelsport. Sport. Sport kann nun, hat nun gelernt, sich in einer Kugelform zu transformieren. Du kannst ihn zwischen seiner normalen Form und der Kugelform hin und her schalten, indem du die Maus in die rechte obere Ecke des Bildschirms bewegst. Sobald du die Ecke erreicht hast, öffnet sich das Sportmenü, verwandle Sport zurück in seine Normalform, indem du auf das entsprechende Symbol klickst. Mit einem Rechtsklick kannst du Sport wieder auf von Mauszeiger lösen. Im Laufe des Spiels wird Sport nach zahlreichen weiteren Formen erlernen, die du ebenfalls über das Sportmenü auswählen kannst. Okay, warte mal. Wo denn? Hä? Komm, Spot, ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? Ben hat leider recht. Spot hatte nur Durst. Wo soll das? Hat er da? Du kannst inzwischen hin und her schalten, indem du dem Haus die rechte obere Ecke des Bildschirms bewegst. Okay. Aha. Jetzt? Du kannst mit Personen sprechen, indem du sie anklickst und das Maussymbol auswählst. In vielen Fällen öffnet sich daraufhin ein Multiple-Choice-Dialog. Wähle einfach den Satz, den Chadwick sagen soll, mit dem linken Mauszeiger an. Die meisten Dialoge kann man beenden, indem man die letzte Dialogoption auswählt. Ja. Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel, Chadwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Was wollte ich jetzt sagen dazu? Genau, ich kenne die Stimme von Ben, aber mir fällt das gerade irgendwie nicht so an. Ich glaube, meine Hand. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Ernst des Lebens, klingelt da etwas?
Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sehe es ein, Sedgwick. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Philosophie. Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Tun gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedgwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown, zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber irgendwas Intelligentes halt. Hör mal, wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Ja, Leute, bevor ich jetzt ein voll laber, würde ich sagen, ich muss das Video ganz schnell rendern. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Du hast alle Grundlagen des Spiels erlernt. Viel Spaß in The Whispered World. Jo, danke. Ich muss das ganz schnell rendern und hochladen. Deswegen tut mir leid für den kurzen Cut. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis dann.